Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Schlacht in Total War Warhammer 2 mit dem Imperium gegen die, ja, Halbmonde. So, bleibt uns nichts anderes übrig, als das jetzt hier mal durchzuziehen. Weil ich glaube, automatisch würden wir es verlieren. Und, ja, ich möchte auch gucken, dass es einigermaßen glimpflich für uns ausgeht. Okay. Die Verstärkung kommt von da drüben. Er steht wahrscheinlich hier irgendwo. Ich werde jetzt gar nicht groß aufstellen. Ich versuche mich mal. Wo gehe ich hin? Ich glaube, das hier wäre ganz gut. Wenn ich es schaffen könnte, hier hinzugehen, dann muss er ein bisschen bergauf angreifen. Schaut mal. Vielleicht so auf die... letzte obere Kante. Dann könnte ich vielleicht sogar Reiterei irgendwie an den Flanken verstecken. Ja, irgendwie so machen wir das. So, und jetzt marschiert schon mal in die Richtung. Irgendwie so. So. So, ich glaube, jetzt habe ich sie alle gezogen. Ah, er kommt von da hinten. Wahrscheinlich müssen wir sogar noch ein bisschen mehr einschwenken hier. Vielleicht lieber so, hm? Leicht erhöhte Posi. Haben die Geschossschaden, Rüstung, schwach gegen Panzerung. Ah, die haben... Was haben wir hier? Gucken wir mal, ob wir die hier kurz aufhalten können. Diese Schlitze, die haben es gleich mal erwischt. Was ist das denn hier? Okay. Also die hier fliehen. Die können euch nochmal nachsetzen. Ihr geht mal hier in die Mitte. Und du gehst mal hier hin. Wir müssen mal gucken, dass wir die hier ein bisschen besser ausrichten. Vielleicht mehr so.
Okay, wir ziehen sie schon ganz schön auseinander. Hier kommt er jetzt. Die Trolle, wo sind die denn? Die sollten mal hier rüberlaufen. Können ruhig mal hier auf den da drauf. Und zurück, und zurück, und zurück. Die Halberdier soll mal da drauf. Du kannst ruhig mal mit hier hin. Und dir hatte ich doch gesagt, du sollst damit hin. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wo ist jetzt unser Franzi? Holt euch die hier. So, gut. So, auf geht's, auf geht's. Initiative, Initiative, sag ich nur. Die sind schon weg. Holt sie euch. So, okay, die fliehen. Die, da müssen wir vielleicht noch schaffen. Okay, das sieht sehr gut aus. Hier.
ready for war. Spearman! Sigma! Guide our fire! Swordsman! Wo sind die Pistoleros? Gut. Den sollten wir nicht durch die Lappen gehen lassen. Sehr gut, feindliche Kommandant ist tot. Okay, mehr schaffen wir leider nicht. Okay, Gefecht beenden. Knapper Sieg. Was heißt für uns knapp? Wir haben alle unsere Einheiten gerettet, das ist erstmal wichtig. Und wir haben ihn trotzdem halbiert, würde ich sagen. So dass wir in jedem Fall eine Belagerung machen können. So. Wir haben einen Rang erhalten, ist das korrekt? Talabatheim. Was können wir gegen diese Corruption machen? Wahrscheinlich relativ wenig, ne? Sehr gut. I command here. Blanker Stahl. Das ist hier schon echt mächtig. Aber ich will, dass er erstmal noch seinen Einfluss eben entsprechend ausweitet. Fight for our nation. Oh, und wir werden hier jetzt erstmal die Siedlung belagern. Also von mir aus soll er da angreifen, aber das ist meine Belagerung an der Stelle. Ich speichere hier mal ab und werde diese Schlacht hier schlagen. Ein Hinterhalt ist es. Richter Weißmund. Region Kemperbad. Okay, da hat er natürlich einiges zu bieten an dieser Stelle. Aber wir halt auch, ne? Zeige ich euch natürlich auch schnell. Schlacht im Blutkiefernwald. Er hat keine schnellen Einheiten. Damit hat er im Grunde genommen schon verloren. Wir stellen sogar den Hinterhalt. Das ist natürlich funny. Und, tja, was soll man da sagen? Da hat er wohl gelitten. Our weapons are yours. Yeah!
Oder sollte man die lieber hier hochstellen? Prima. Gut. For Heldenhammer. Machen wir das jetzt am blödesten? Wo hat dann seine Speere? Die laufen hier in der Mitte. So, genau, dann machen wir das nämlich so. Und so. Und so. Einen kann man ja noch hier drüben reinstellen. Halt, nee, den wollte ich nicht da hier drüben reinstellen. Ich wollte eigentlich... Ja komm, lass mir so alle da stehen, dass die da schön Feuerkraft entwickeln können. Pistoliers. Ja, die bleiben auch dahinter stehen. Jetzt machen wir noch einmal das da raus. Das da raus. Okay, dann hauen wir da mal rein. Und eine stellen wir da auf. Und ihn hier. Ja, den stellen wir hier irgendwo rein. Ne, den stellen wir hier drüben ein, weil das sind die kämpfenden Einheiten. Ja. Ich denke, wir können anfangen. So. Und zwar, du hier gehst auf den. 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 So. Du hier reitest fett da hinten rein. Du schießt einfach nur. Und ihr anderen schießt alle nur. Und du wirst von hier reinkommen und du gehst mal hier so hin. So. Boom. Und dann geht ihr mal wieder raus. So, gut. Okay, das hat auch ganz gut funktioniert.
Stopp. Oh, was kommt denn hier? Hätte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Oh shit. Da kommt also noch was auf uns zu. Wir sind jetzt hier leicht verstreut. Ihr kommt mal beide wieder zurück. Irgendwie so. Und so. So, und du kommst mir bitte auch zurückgeritten. Wo ist der andere? Komm, zieh dich zurück. Yes. Victory will be ours. Ready for war. Understood. Now. Emperor's might. Swordsman. Fight. No lingering. Moving now. Send us out. For France. So, jetzt fetzen wir da nochmal rein. Das sollte den einen doch kleineren Verdauungsstörungen geben. Der feindliche Kommandant ist tot. Wo steckst du? Komm mal hier hoch. Du kannst ruhig mal auch ein bisschen was für dein Geld machen. So. Sigma! Yo, 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 yo. Yes, General. To battle! Fliehen die alle oder was? Kommt da noch was? Sigma!
Sehr gut. Die Mittenheimer Streitkräfte stellen sich gegen uns, vernichtet sich, okay. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht mit Mittenheim im Krieg. Wäre natürlich bitter. Aber ja, wir haben es gut gemacht, glaube ich. Gut, war jetzt auch nicht so sonderlich schwer. Wenn man ganz ehrlich ist. Dann verstärken wir uns doch mal gleich. Moving off. Battle Wizard. Sehr gut. Yes, my lord. Oh, und der hat auch schön Punkte bekommen. Dann bekommst du mal das hier. Sind wir jetzt da irgendwo im Krieg? Was kannst du machen? Was bist du für einer? Auskundschaften? Ah, den könnten wir ruhig mal zu unserem Boss wieder hochschicken. Lass uns jetzt trotzdem mal kurz gucken. Abkommen, Krieg, Garagnirin. Okay, das will er nicht. To the provinces. This will bolster the nation. Ja, so, das ist fein. Wir sind relativ gut geschützt, muss man sagen. Und wir hätten hier hinten bei Pfeildorf sogar die Möglichkeit, die Vampire direkt anzugreifen. Allerdings nur eine Stadt. Deliver your missive and then get from my presence. Kislev, you will drink with us. All right. I will listen, but my time is short. I will not obey. Okay. Warum auch immer? Fight for our nation. Dann machen wir einfach mal eine Runde weiter. In Mittenheim. Oh, 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 oh. Na klar, dem Schlitzhornstamm. Wo ist der denn unterwegs? Da unten. Jawohl. Fraktion vernichtet. Gut, gut, gut. Attack! Into battle!
Ja, ein paar Runden brauchen wir noch, aber die leiden jetzt schon verschleißt. Das ist ganz gut. So. Wir könnten dann mal gegen die hier noch zu Felde ziehen. Und uns das da drüben einverleiben. Wenn die schon uns angreifen, dann müssen sie halt leiden. Wobei ich ja sagen muss, dann sollten wir mit dem hier mal erst nach da drüben gehen. Nicht, dass wir dann da voll ins Verderben laufen. Pfeilhof. Hohe Mauern. Machen wir doch Pfeilhof mal ein bisschen steter. Helmgard. Grünburg. Unverdorbenheit plus 6. Schrein des Sigma. Naja, das bringt uns hier nichts, aber den könnten wir hier mal machen. Achso, den haben wir schon. Hm. Dann könnten wir hier vielleicht... Was ist das hier? Das Reichsvorbauen. Sparen wir lieber noch ein bisschen. Wir sind eh gerade im Minus. Da will ich drüber poppen. So. Ja, ihr lieben Leute. Also, ich glaube, wir stehen mittlerweile ganz gut da. Ich werde dann vielleicht mit dieser Einheit irgendwie nach Grünburg oder nach Altdorf ziehen. Schätze ich mal so. Das sollte passen. Das sieht gut aus. Kia ist halt minus 10. Ja gut, aber das sind Dinge, die klären wir einfach dann in der nächsten Runde, Folge, wie auch immer. Lasst uns noch eins, bevor wir jetzt... Yes. Yes. Surely an agreement will be reached. But are we not all sons of Sigma? Sigma's will. Mittenland, das ist das ganze Ding Welcome da drüben. My countrymen. All right. Approach as friend and mate. Sigma's approach as friend and make your offer. Okay, im Moment können wir also keine weiteren Konföderationen erstmal machen, warum auch immer. Die Gepanzerung. Wachstums 4800. Ach komm, das dauert ewig. Dann sollen die das jetzt hier ruhig mal machen. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.